Nu ikke tager jeg højt i sagen. Hallo auf unserem YouTube-Kanal. dadurch, dass wir ja schon öfter gefragt werden, weil es soll sogar geben, dass wir unten drunter, unter den ganzen Kommentaren, unter den Millionen Kommentaren, wo manchmal auch in Anführungszeichen schöne Antworten stehen, stehen ja drunter manchmal, Mai, macht's mal das oder erklärt mal das und jenes und was weiß ich. Und in die anderen Videos könnt ihr euch schon mal anschauen. Variante 1, nix Härteverstellung, Variante 2, allgemeine Härteverstellung, erkläre ich einfach so, weil nur Zugstufe. Und jetzt heute, was gefragt wurde, warum hast du denn da noch nicht die Variante 3 erklärt? Stimmt, das Wichtigste. Das Beste vom Besten und zum Schluss. Noch nichts. Was fällt bloß auf? Und das ist in diesem Falle Variante 3. Also das ist nicht dran, wenn sie es kriegt zum Einbauen, weil das ist nichts. Also nicht, dass einer fragt dann, und für was ist der Riesenteil da? Das ist keine Bewandtnis. Das ist eigentlich dann, füllen wir mal auf wieder. Das sind meine Ausstellungsständer. Das sind da so Präsentationsständer, wo unsere ganzen, sagen wir jetzt mal unsere Stützpunkte oder wenn man grillt, kann man kaufen und da haben wir immer dann bei unserem Wörthersee zum Beispiel dabei auf so einen Sockel. Dann kann man sich das dann bisschen besser anschauen. Deswegen haben wir jetzt das Teil genommen. So, Variante 3. Was ist der Unterschied? Was ist anders? Was ist gleich? Gleich ist, dass der vordere Stoßdämpfer natürlich Edelstahl ist. Bei der Variante 3 sind die hinteren Stoßdämpfer auch immer Edelstahl. Bei zum Beispiel Golf 5, 6, 7 sind die hinteren Stoßdämpfer auch komplett aus Edelstahl gefertigt. Das ist jetzt zum Beispiel eine Variante 3 mit verstellbaren Domlagern. Das ist jetzt speziell für den Golf 6, das merkt man an dieser Form dieses Domlagers. Ansonsten würde sich optisch das mit dem Golf 7 nicht unterscheiden. Es sieht ähnlich aus, auch mit der 55er Klemmdurchmesser. Gibt es halt beim GT und beim R. Meistens haben die anderen mit der kleineren, in Anführungszeichen, Motorisierung und mit Startachse haben dann einen 50 mm Klemmdurchmesser. Dann ist das Rohr hier unten nicht aufgebürdelt. Dann haben wir natürlich unser zweiteiliges Federnsystem in unserem Fahrwerk. In der Original KW Variante 3 ist meistens nur eine sogenannte Formfeder drin. Da sind wir wieder bei dieser Feder, die wo da oben steht. Das ist eine einzelne Formfeder. Bei uns ist eine Rennsportfeder mit einer Vorspannfeder, mit einem Zwischendrin. Und die ist dementsprechend, jetzt muss ich das einmal erklären, was das bedeutet. Das war diesmal mir am Herzen. Was bedeutet diese Aufschrift 90-120? Das heißt nicht Tieferlegung von 90 bis 120 mm, was letztes Mal einer gesagt hat, sondern das. Das ist quasi der Härtegrad der Feder. Da gehen wir jetzt nicht drauf näher rein, mit quasi wie viel das Quadrat, Zentimeter, Kilo und so weiter und so fort. Und das ist 120, ist eigentlich die Länge der Feder. Also das heißt, die ist 120 lang, ist 90 Kilo Feder, nennt man das. Und bei der Vorspannfeder ist das genauso. Da hat man 360/8, das ist quasi die Drahtstärke, der Durchmesser und die ausgefederte Zustand 80 mm. So, dann kommen wir zur Härteverstellung. Variante 2 hat diese Verstellung, eine Zugstufenverstellung. Zugstufenhärteverstellung. Das heißt, das Ausfedern des Fahrzeuges kann ich hier, wenn ich zudrehe, kann ich minimieren. Wenn ich aufdrehe, habe ich ganz viele weiche Ausfederwege. Hilft mir aber nichts, weil ich natürlich in der Variante 3, sage ich jetzt mal, wäre natürlich ideal, wenn ich jetzt zum Beispiel über eine Kuppe fahre oder über, sagen wir mal, über den Brückenabsatz und dann fährst du da drüber und dann kommst du mit dem Auto. Situation ist diese, würde jetzt der Herr Becker Carbon sagen, der Christian, Situation ist folgende. Man fährt da drüber, dann hast du einen Ausfederweg und dann macht es so und dann kommt er wieder runter. Und beim Drüberfahren merkst du, dass es einen Schlag tut. Wenn es einen Schlag tust, heißt, du bist zu hart, das Auto federt nicht ein. Im Rennsport würde man sagen, ein sogenanntes Abrollen. Und ein Abrollen kann ich einstellen, wenn ich den Druck quasi unten weicher mache, nach links aufdrehe, wie eine Flasche, aufdrehen weich, zudrehen härter. Wenn ich links drehe, wird es weicher und dann schluckt er den Stoß und dann oben bei der Zugstufe drehe ich zu, um den Ausfederweg zu minimieren. Das heißt, wenn ich dann drüber fahre, mache ich unten auf und mache oben zu, dann rollt das Auto ab.
Du kannst natürlich auch komplett mal alles aufdrehen. Ja. Der Wolfgang Weber, der dreht mal immer gleich mal alles auf. Weil Clubsport dreifach, zweifach sagt, dann machst du einfach mal gleich mal alles auf. Ja, das machst du dann und dann fährt das Auto entspannt. Man braucht viel Federweg. Ja. Von daher, also zudrehen ist eher schlechter wie komplett aufdrehen. Ne? Komplett auf ist aber dann auch wieder scheiße. Also von daher, unsere Fahrwerke haben immer ein Grundsetup. Das wird immer mitgeliefert, das Fahrzeug wird so ausgeliefert, das Fahrwerk wird so ausgeliefert, dass du das einbauen kannst. Und dann kann man sich rantasten mit kleinen Klicks. Man sollte jetzt nicht gleich 10 Klicks mal zudrehen oder 10 Klicks mal aufdrehen, sondern kleinweise oder vielleicht auch uns anrufen. Und wenn jemand eine Frage hat, kann natürlich jederzeit bei uns drunter schreiben, anrufen, SMS, WhatsApp, E-Mail, Facebook. Es wird eigentlich in der Regel alles beantwortet. Soll es das nicht der Fall sein, weil manchmal wird uns drunter geschrieben, ich habe bis heute noch keine Antwort, ich warte schon seit 6 Monaten auf Antwort. Also ich darf mich wundern, wenn jetzt ich vor 6 Monaten Anfrage gestellt hätte und dann schreibe ich aber nach 6 Monaten darunter, hey, ich habe immer noch keine Antwort gekriegt. Also spätestens nach 3 Tagen rufe ich da mal an, weißt du, so Telefon, ganz komische Geschichte, das ist das Teil, wo man da die Dinger da hat, weißt du, da kann man anrufen. Dann sagt ich, ja, da rufe ich an, da geht niemand hin, haben wir letztes Mal schon besprochen. Wir haben 3 Telefone, wird teilweise durchgehend telefoniert. Da kommst du in eine Warteschleife und da kommt so eine schöne Musik, da wo jeder meint, immer so, da macht immer so ein Geräusch. Sollte eigentlich der 5-Zylinder sein, sollte eigentlich der Walter Röhrl sein mit dem Pikes Peak. Aber irgendwie kommt das am Telefon nicht so rüber. Also von daher, wenn wir uns da was anderes überlegen, vielleicht, was weiß ich, keine Ahnung, dass wir Karel Gott Biene Meier singen lassen oder was. Irgend sowas, keine Ahnung. Aber auf alle Fälle, dass sich keiner mehr beschwert, dass da immer Geräusch im Hintergrund ist. Telefon, sagst du das? Und schon ist es über der Seite. Das ist unser Thema. Also gehen wir da hin. Servus, Havadere. Ja. Haben wir nicht mal eine Maske stemmen, wir machen ein Gewindefahrwerk stemmen. Warte. Warum? Wir müssen nicht auf dich warten. Mach jetzt was. Ich muss mich jetzt präparieren. Hm? Haben wir gefragt? Haben wir keine. Aha. Haben wir ich kann jetzt schon nicht mehr. Ich schon vorbei. So wie er ist. Zieh dir schon. Mit dich auf den Kopf. Ich habe mich fast schon eingekriegt, wenn ich mit der Fahrerei war. Ich habe auch dann nicht gewusst, dass ich auch mit dir allein bekomme. Das ist ja da allein. Müssen wir dann leider nochmal machen. War nicht durch. Dann lass ich es so. Dann lass ich es dann los. Dann lass ich es los. Dann lass ich es los. Ja. Also 10 Sekunden. Nein, ich sag du 35. Nein, es sind keine 35. Ja. Das ist eh schon vergangen. 3 Tage später. Dann brauche ich jetzt 4 Wie viele Minuten? 10 Sekunden waren es. 1 Minute und 1 Sekunde. So, jetzt machen wir das noch da.